Ah. Es wird hier Geld für einen guten Zweck gesammelt. Und zwar für, oh Gott, wie heißt das Ganze? Ah, hier machen wir einfach Spenden, dann. Wieso funktioniert jetzt Nightbot nicht? Egal. Es wird Geld für einen guten Zweck gesammelt. Small Hinweis, die fangen gerade schon an. Ja, ich sehe es. Dann hole ich mal unsere Kommentatoren hoch. Nämlich Er ist schon hier oben. Ramval, Chaos Kitty und Ella. Ein Passwort. Hallöle. Hallo, Kitty Jo. und kurz Ella anstupsen. Oh, Ella müsste auch ready sein. So. Also. Also ich hätte vorher vielleicht Ja, mal Hallöchen. nachgefragt. Hallo Leute. Ja, Visa war schon unten wahrscheinlich, Ja, okay. deswegen. Ja, Visa war zu schnell, wie immer. Au. Autsch. Okay, dann wünsche ich euch einfach viel Spaß, viel Vergnügen, viel was auch immer bei unserem Restream von Booklerun und mit Dishonored 80% No Gadgets. Bis dann, ciao. Ciao. Jo, moin erstmal, Ciao. ne? Genau, moin. Morgen. Gerade eine Sache sollte ich mir vielleicht doch noch aufrufen, aber das mache ich jetzt noch fix nebenbei, weil noch ganz so schnell geht es zum Glück noch nicht los. Naja, aber er macht ja direkt den ersten Er geht schon Elevated los. Clip, ne? Er geht schon los, aber Und er hat ihn lustigerweise, er versaut. geht nicht den Weg, den man normalerweise nimmt. Warum schiebt er den gerade an? Ah, das. Ah. Ich glaube, das hängt damit zusammen, wie er jetzt überhaupt das machen muss, wahrscheinlich. Aber gut. Er ist Ja, auf gut, ihn das. draufgestiegen. Ja, da ist der erste Elevator-Glitch. Und. Wird für euch die Out of Bounds zählen? Macht das, macht das. Und zwar zum Elevator-Glitch direkt erstmal. Was ihr da seht, er stellt sich quasi in eine Wand, dreht sich da so ein bisschen rein, geht nach hinten, springt hoch und wird komplett hochgeboostet auf die maximale Höhe. Und durch das Runterspringen auf das Geländer der Brücke skippt ihr dann die Szene mit Emily. Genau, und da er jetzt gerade nicht auf auf das Geländer der Brücke gesprungen ist, sondern auf den Kopf, hat er auch keinen Schaden bekommen, sondern konnte direkt weitergehen. Oder damit genau. In dem stimmt deswegen. Ah, das habe ich in seinem VR gar nicht gesehen. Dass er das gemacht hat, da hat er den nämlich komplett weggelassen, den Elevator zu anfangen. Weil er es da Aber. ja auch mit No Damage versuchen wollte, ne? Genau. Da wollte das mit No Damage versuchen. Jetzt ist es ja so, wir haben jetzt, das No Damage ist jetzt rausgefallen, weil sie nicht die Version nutzen können. Das war die Info, die wir vorher noch gekriegt haben. Deswegen nur No Gadget. Ist das schon ein OOP? Ich denke schon, oder? Du kannst den ersten Elevator Glitch schon als OOB zählen. Theoretisch. Und Und das auch jetzt? den, Und und den auch das, zweiten was auch. jetzt gerade kommt, ja. Jetzt zwei. Mal zwei. Er wartet jetzt WTF, praktisch das ich. Gespräch da unten ab. Genau. Und im No Damage würde er auch warten, bis die Gegner kamen. Jetzt wird er wahrscheinlich dann gleich runterspringen, um sich sterben zu lassen. Das werden wir aber gleich sehen, denke ich. Ja, er müsste wahrscheinlich. Ich stelle gerade fest, bei mir ist der French Restream hinter unserem Stream. Ich muss unseren Stream gucken. Yay! Na, dann aktualisier doch den Ja, habe ich French gemacht. Ich bin trotzdem extra hinter. Restream. Ups, du weißt jetzt auch Bin gerade trotzdem nicht. hinter, deswegen. Das ist total seltsam. Ja, das ist interessant. In der Tat. Gut, dann Ja, gucken wir. was bist du? Das ist das, was ich jetzt nämlich gerade festgestellt habe, deswegen. Es ist jetzt gerade so ein bisschen ungünstig. Noch, dann kann ich auch unseren Aber. Stream gucken. Aber ja, er wartet auf jeden Fall das Gespräch einfach ab. Das hat er auch im VR gemacht, bei von No Damage, No Gadgets. Arme Emily. Weil normalerweise würde dort eine Tutorial-Szene kommen. Genau, und weil in der Tutorial-Serie nicht vorgesehen ist, dass der Hauptcharakter stirbt, würde das Ganze dann geskippt werden, wenn er sterben würde. Königin tot. So War was da irgendwie Doofes. ein bisschen hinterher, jetzt irgendwie das doch hinterher zu kriegen, dass ich denn doch dasselbe Delay habe wie der Stream. Ich glaube, das wird nix. Scheiße. Verdammt.
Und damit haben wir eigentlich schon das erste Kapitel geschafft. Er wird jetzt ins Gefängnis gebracht, ne? Ja. Genau, er wird dishonored, also er wird entehrt, alle seine Positionen enthoben. Das alles nur bei, ja, bei Komplott und so. Genau, Coup d'État, wie man es so schön auf Französisch auch sagen Oh würde. Gott. Ja, man muss ja, wenn wir schon die Franzosen bei haben, wenn wir schon die Franzosen restreamen, sollte man ja auch wenigstens ein bisschen was verwenden. Ich glaube, es wurde auch schon im normalen Chat von Ihnen auch wieder gepostet. Nee, noch nicht. Schade. Ich muss ja sagen, mir gefällt eigentlich dieses Gefängniskapitel ziemlich gut mit den Out-of-Bounds-Glitches. Ella, bei welcher Zeit bist du gerade? Einfach mal so als Orientierung für mich. 4:41 Ja, gut, beim beim Le French Le Restream French kommt das Restream, hin. genau. Ja, bei unserem bin ich bei 4:30, 4:41, jetzt bei 4:40, also das ist ordentlich. 4:44, genau. Ja. Oh, okay. Damit. OOB. Genau, da wieder hat er wieder den Elevator-Glitch gemacht gehabt. Und Tiff, alternativ, magst du uns doch die Adresse geben? Zumindest mir, damit ich ungefähr auf derselben Höhe bin, wenigstens. Nur so als kleiner Randhinweis. Ziff weiß, was gemeint ist. Und wie wir sehen, hat er das Gefängnis schon hinter sich gelassen. Ja, das ging ja ziemlich schnell, ne? Ab in die Sewers. Genau, er läuft jetzt eigentlich grundlegend erstmal, solange er noch keine Waffen hat, durch, komplett durch. Mal davon abgesehen, dass er nachher so letztendlich nur eine der Waffen nutzt, wenn überhaupt. Das ist in der Regel das Schwert. Den Rest darf er bei No Gadgets nicht nutzen. Außer halt die Fähigkeiten, die darf er nochmal nutzen, Blink und so weiter. Aber da nutzt er auch nur Blink und sich nichts weiter. Und Agility hat er genutzt, nutzt er Ja, dann stimmt, noch. Agility nutzt er auch noch, aber das ist jetzt keine, die man jetzt so mit der, ja, die man separat Ja, es extra ist nutzen keine muss. Outsider-Fähigkeit. Das Genau. ist genau. Jetzt reines Können des Charakters, was dadurch verbessert wird, quasi Geschwindigkeit und so weiter, wenn ich mich nicht irre. Ja, und der Fallschaden wird verringert. Stimmt. Weil wie der teilweise springt, würde mir, wenn ich normal spielen würde, schlecht werden dabei. Nee, das muss auch nicht sein. Wie der da abzieht teilweise. So, jetzt sind wir gerade die Waffe, zumindest bei uns. Er hat also jetzt letztendlich alle Waffen gekriegt. Crossbow und halt das Schwert, beziehungsweise Messer, je nachdem, wie man es jetzt nennen will. Macht dabei direkt einen Trick, was man jetzt nicht mehr so wirklich gesehen hat. Im Ladescreen kann er sich trotzdem noch bewegen, nachdem das Ganze zum Schwarz fadet, kann er sich bewegen und kann deswegen schon direkt loslaufen. Der ist gerade der Einwache schon wieder auf den Kopf gesprungen. Genau. Und dann er weicht auch jetzt wieder nur allen Gegnern aus. Jeglicher Kampf würde zu lange dauern. Möglicherweise. Ja, so sieht's aus. Jeder Kampf dauert zu lange. Und wie gesagt, wenn er auf irgendeinen Kopf springt, dann nimmt es ihm den Fallschaden. Wird man auch ein bisschen später nochmal sehen, aber da kann ich ja dann darauf hinweisen. Genau, sieht man an einigen Stellen so oder so. Ja. Ja, damit ist Mein. unser OOB-Counter auf 3. Will bei euch der Chat oder ist das gerade so ruhig bei uns? Bei uns ist es ruhig. Ich habe seit Es Schleichwerbung ist nichts so mehr ruhig. gelesen. Die Okay. sind, glaube ich, jetzt alle in den Community TS gerannt und reden da mit Jack-Jack. Das kann gut sein, ja. Das kann gut sein. Fast schon. Ach Mensch. Nee, Basta schreibt schon ruhig. Okay. Das Hafenviertel. Genau, das Hafenviertel mit dem Pub. Was quasi unsere Basis ist. Die schönen Cutscenes, die man nicht überspringen Ja, kann. mit Samuel. Jedes Cutscene mit Samuel ist nicht überspringbar. Gibt noch ein paar andere, aber das sind so die, die am meisten Zeit fressen. Ja, Downtime, genau. Das ist so die größte Downtime, die du im Run hast, wirklich die ganzen Sachen mit Samuel im Boot. genau. Da wartest du einfach ab und musst dann immer gucken. Wir werden jetzt auf jeden Fall hier beim Pub immer wieder Dialoge skippen, soweit wir können. Und auch einen Einkauf gleich dann tätigen. Oder dann im Vergleich, genau, Cutscenes. Basta, lol. Und zwar
kaufen uns dann gleich eine Rune und 10 Potions. Mana Potions, um genau zu sein. Denn das Mana-Management ist das Wichtigste im gesamten Run. Genau, wenn er dauernd am Blinken ist, ist ja klar. Genau. Eben. Das ist ja die schnellste Fortbewegungsart. Ja. So. Eben den Waldhang gebracht, damit der weiter... Damit er jetzt Zeug... überhaupt sein Zeugs weitermachen kann, genau. Und jetzt... Ach nee, stimmt. Stimmt. Ja, erst kam ja Somewhere Else und dann der Einkauf. Mein Fail. Genau. Aber wir kriegen ja erst die Outsider-Fähigkeiten. Vorher wäre es auch ein bisschen sinnlos, dann Potions zu kaufen dafür, ne? Ja, stimmt schon. Stimmt schon. Kann man immer brauchen, Schatz. So. Brauchen kann man es an sich immer los nicht, aber in der Tutorial-Sektion ist es halt so. Da hat er eben auch einen kleinen Trick angewandt. Er kann, ich weiß jetzt nicht, aus dem Tutorial habe ich das nicht richtig verstanden, ob man jetzt vor dem Ladescreen springen muss oder während dem Ladescreen springen hämmern muss. Es ist während dem Ladescreen. Doch während dem Ladescreen, okay, das hatte ich aus dem Tutorial nämlich nicht richtig ausgesehen. Dass man da dann direkt hochgeportet wird. Normalerweise würde er unten im Zimmer starten und nicht direkt oben auf der Plattform. Kommt hier sauber durch, wie es ausschaut? Das sieht sehr schick aus, ja. Ja, erfordert auch sehr viel Talent. Ich meine, ich habe das ja auch ein bisschen geübt, den Run, und ich bin da sehr oft gescheitert. Verständlich. Also, ich selbst habe das auch noch nur zum kleinen Teil gespielt, leider. Ich hab's zweimal durch. Ich will's immer noch nachholen. Und ich weiß ja trotzdem, wie schwer das teilweise ist, sich da schnell durchzubewegen. Also von daher, das ist... Ah, danke, nein. Guck mal, Tattoo! Genau, jetzt hat er das auch Zeller-Tattoo. So, was er auch immer wieder nutzen wird, ist, dass er eigentlich immer ohne Schwert rumrennt. Er wird immer seine Waffe theoretisch grundlegend nicht gezogen haben, weil er sonst, wenn er die Waffe gezogen hat, 30% langsamer ist. Und ja, er kann theoretisch, wenn es jetzt normal Any Person wäre, könnte er auch die Crossbow die gesamte Zeit draußen halten. Bei No Gadget natürlich fällt das weg. Ja, ist keine Crossbow, keine Granaten, deswegen haben wir auch jetzt keine Granate gekauft, sondern nur die Rune und die Potions. Und werden so gesehen auch ein paar andere Taktiken machen. Normalerweise, es gibt an einer Stelle, wo man eine Granate wirft, deswegen kauft man nur eine Granate im gesamten Spiel, was das Ganze dann beschleunigen würde, aber das lassen wir in dem Fall auch weg. In den Distillery District. Jetzt ist mein Stream auch ausnahmsweise mal vor unserem Stream, das ist ja auch schon mal was. Ja, wow. Ich bin immer wieder am Checken, dass ich das hier hinkriege. Aber fällt irgendwie weg, das ist schon... Der Französische ist bei mir immer ungefähr 5 Sekunden vorher. Das kommt ungefähr hin. Bei mir immer ungefähr 5 Sekunden. Ja, doch. Haut schon hin. Ja, 5 Sekunden kommt hin. Dieses Mal haben wir ja gleich den Unterschied gesehen. Er hat nämlich zusätzlich eine Gesundheitsportion gerade genommen gehabt an dem Wachturm, und statt über die Lichtmauer zu fliegen mit seiner Fähigkeit, ist er den Umweg gegangen und hat den Waldtank entfernt, um da durchzukommen. Stimmt. Normalerweise kann man nämlich auch da direkt rüberspringen und mit einem Blink durch, aber das ist sehr risky. Und später kommen wir hier auch nochmal lang, da kann er es nicht machen, da ist nämlich die Hitbox auf einmal größer. Die Runner wissen immer noch nicht warum, aber die Hitbox ist dann größer von diesem Elektrozaun. Ah, er hat jetzt gerade den Einsprung versemmelt. Ja. Oh. Aber gut. Geht immer noch. Jetzt muss er aber früher schon einen Potion nehmen dann. Sonst, normalerweise hätte er dann ja einen Blink weniger verbraucht. Aber gut, das sollte ihn jetzt nicht allzu doll wehtun. Das war ein OOB. Und ein sehr guter dazu. Es hat ein bisschen länger gedauert, hat ein bisschen weniger lang gedauert wie in seinem BR. Ja, stimmt. Da hat er zwei, drei Versuche gebraucht. Das Ganze, was er da macht mit der Tür, nennt sich Slip Clipping. Funktioniert letztendlich in der Form, dass man gegen die Tür rennt, während man sich zur Seite lehnt und dann nochmal mit der Maus sich ein bisschen reindrückt und dann blinkt. So. In grober Erklärung. Ist ziemlich schnell durchzuführen. Jetzt kommt gleich ein sehr schöner Sprung,
der eigentlich uns töten würde, außer wir springen in die Cutscene rein, beziehungsweise Samuel auf den Kopf. Ich wollte gerade sagen, wir springen Samuel einfach auf den Kopf, das funktioniert am besten. Gab es da nicht einen Trick, dass man beide Waffen gleichzeitig in den Händen haben kann? Und den kannst du in der Regel immer beide. Achso, nee, Moment, du meinst wahrscheinlich jetzt eher zwei Offhand-Waffen. Was da? Gut, fällt bei uns so der so weg. Grundlegend kannst du immer eine Offhand-Waffe und eine Nummer und das Schwert in der Hand halten, aber durch No Gadget fällt das halt bei uns weg. Wir dürfen nicht mal die Crossbow ziehen. Damit steigt auch der OOB-Counter auf 5. Obwohl, ja, doch, stimmt. Ja, doch. Ja, doch, wenn wir jeden Elevator-Glitch auch mitzählen, ja, dann sind wir doch schon bei 5, stimmt. Ist ein OOB, also. Ja, es war. Jetzt sind wir erstmal wieder bei den Loyalisten, hier bei Airvlog und Pendleton. Und Spit. Und wieder beim Pub, genau. Pit Pub. Gott. Ja, das ist nicht. Genau. Letztendlich, was man hier auch immer wieder sieht, ist es komplett perfektioniertes Movement bei dem gesamten Run. Da hat er jetzt den Schlüssel genommen durch die Tür durch. Wenn man sich da hinhockt und zur Seite lehnt, kann man den Schlüssel quasi durch die Tür durchnehmen. Funktioniert in späteren Versionen, also ich weiß jetzt nicht, welche Version sie nutzen. Sie hatten ja nur gesagt, dass in der Version zumindest No Damage nicht mehr möglich ist. Sie nutzen wahrscheinlich auch immer noch eine ältere als die 1.4er, aber nicht die 1.2er, weil bei der 1.2er können... Obwohl, stimmt nicht. Bei der 1.4er könnte man das nicht mehr machen, so rum auf jeden Fall. Freue ich mich noch weiter fast. Bei der aktuellen Version gehen einige der Tricks gar nicht mehr. Kann man das mit dem Schlüssel schon als OOB zählen? Ich denke schon, oder? Das ist durch die Tür nehmen, auf ja. Auf jeden Fall ist durch die Tür nehmen. Ja, gut. Würde ich zählen. Würde ich auf jeden Fall zählen, von daher. Und wir sind schon bei 20 Euro von den 100 Euro für den True Any Percent. Sehe ich gerade auf der Seite. Das ist schick. Die ist schick. Ja, vor allen Dingen finde ich das gut gelöst mit den Spenden, dass das jetzt so aufgereiht ist. Ich finde das sehr übersichtlich, das passt ganz gut. Ich finde das sehr praktisch, ja. Ja. Gut, wir haben wieder die Downtime. Gerade mit dem. Also mit dem Ganzen. Ja. Ja, jetzt ist der Stream wieder schneller bei mir. Lol. Ich geb's auf mit dem hin und her. Ja, also ich hab. Verbindung von 6,49 etwa, das ist relativ flott für einen Franzosen-Server. Ja, müsste ich mal gut. So. 10 Sekunden sagt er bei mir Latenz. Warum immer noch? Gerade, die haben ja da sogar jetzt die FPS eingeblendet. Ausnahmsweise mal. Auf zu Golden Cat. Genau, auf zu Golden Cat. Jetzt letztendlich das Gebiet, was ich schon sagte, hier kommen wir nochmal durch und werden jetzt muss man so oder so den Rail Tank rausnehmen, weil die Hitbox zu groß wäre. Da hat man keine Chance, den so wieder mitzunehmen. Den Sprung da zu machen. Nehmen auch immer wieder Ruhm mit, da war jetzt wieder eine. Wow. Und jetzt hoch zur Golden Cat bei Emily. Ab durchs Fenster. Und wieder eine Rune mitnehmen. Jo. Und das war die letzte Rune, die wir in diesem Run einsammeln, wenn ich mich recht entsinne? Müsste sein. Blink 2 Upgrade. Und das war's dann, ja. Hier geht er jetzt auch im Vergleich... Nein, ich nicht geschafft, verdammt. Ah, im Vergleich zum Any% nimmt er da auch eine andere Route. Normalerweise würde man sich einen Schlüssel von einer Dame holen. Da geht er jetzt bei No Damage, No Gadget genauso, geht er halt hier außen lang. Na, komm. Und komm, geht komm. Da dann zu dem einen Pendleton. Hier müssen wir nämlich die Pendletons in Level. Ja. Das ist tatsächlich alles noch intended, ne? Das ist theoretisch soweit alles noch intended. Also da kannst du wirklich so ohne Probleme lang.
Ja. Wir werden nur beim zweiten Pendleton, nachher, nach dem zweiten Pendleton, werden wir nochmal einen kleinen Trick sehen, wieder mit Slip-Clipping durch eine Wand diesmal, nicht durch eine Tür. Wird er gleich noch machen. Jetzt geht er erstmal runter zum zweiten. Den würde man in Any Person mit einer Granate umbringen. Ein OB. Da erstmal der Slip-Clip durch die Tür. Dann bringt er den jetzt um. Jetzt will er ihn unaware kriegen. Wenn er unaware ist, kann er ihn wieder greifen und schmeißt ihn dann gleich ins Wasser. Und dann ist auch der tot. Ey, er war bewusstlos. Wir haben ihn ins Wasser geworfen. Er wacht nicht auf. Weißt oh, er macht den Trick gar nicht. Weil da kann er theoretisch auch einen Slip-Clip machen nach draußen und kann dann direkt zu Emily auch rennen. Ich glaube, der ist ganz schön schwer. Ja, das glaube ich auch, ja. Ist er schon, aber auf jeden Fall hat er ihn bei seinem WR-Run gemacht. Und da von Anfang an direkt. First Try. Ich wollte gerade sagen, genau, First Try war da auch. Deswegen, also das... Den kann er an sich konsistent, deswegen wundert es mich, dass er ihn jetzt nicht gemacht hat, aber es kann sein, dass er, wie sie sagten, No Damage geht nicht in der Version. War nicht die aktuellste, aber dann funktioniert vielleicht der auch nicht mehr. Ja, jetzt hat er gerade Schaden gefressen und jetzt muss er nochmal von vorne anfangen. Muss er den Part jetzt nochmal neu starten, genau. Also macht er ja doch noch No Damage. Ja, er versucht es noch. Er versucht es noch so weit wie möglich, stimmt. Aber ja, ganz machbar ist es in der Version halt nicht mehr. Ja, wenn er nicht auf die auf den Abwasserkanal da oben drauf kommt, dann hat er Pech gehabt. Dann frisst er den Schaden und muss neu starten. Auf die Röhre rauf, genau. Emily gerettet, yay! Da hatte er aber eben auch einen Quicksave gemacht vorher noch. Ja. Auf dem Absatz, sonst hätte er eben nicht so schnell machen können. Gut. Marathon-Safe halt. Kleine Anmerkung dazu, vielleicht auch zu den Regeln. Grundlegend ist es gesagt, bei Dishonored Any Person, man darf Saves nutzen, aber auch nur welche, die man im Run erstellt hat. Abgesehen von dem ersten Save beim Ladescreen. Das kann man theoretisch schon machen, aber ganz zu Anfang. Aber sonst dürfen Saves nur genutzt werden, die gerade erstellt wurden. Macht ja auch Sinn. Ja. Aber das sind so die Besonderheit bei Dishonored ein bisschen. Jetzt hören wir ein bisschen der frechen Emily zu und werden weiter im Boot gefahren. Genau. Und sind dann jetzt wieder beim Pub, kriegen jetzt gleich nochmal einen kleinen Dialog. Alles Downtime. Alles. Wo sie dann insgesamt, sie fragt ja insgesamt zweimal, ob sie jetzt ihr Zimmer sehen kann. Ja, das genau. Das ist sehr amüsant. So, sie fragt erstmal, darf ich mein Zimmer sehen? Und dann wird sie gefragt, willst du denn das Zimmer sehen? Und ja. Wollen sie denn überhaupt? Ja, so ungefähr. Das ist so, bist du dir sicher? Da haben die beim Dialog nicht so ganz nachgedacht irgendwie. Ja. Ärgerlicherweise zumindest. No. Jetzt geht's daran, den Lottregenten so langsam mal in den Hintern zu treten. Ja. Damit sind wir auch bald durch. Also viel fehlt gar nicht mal mehr. So an sich ein Drittel haben wir grob durch. Ja. So circa. Der Golden Cat jetzt schon. Von daher, das... Wir werden jetzt... Erstmal sehen, wieder so schnell wie möglich hier durchkommen, blinken jetzt nochmal gleich wieder über die Bar, noch den Dialog und dann wieder ab zu Samuel und wieder ab zu Downtime quasi. Ich mag den Run, weil er sehr viele präzise Sprünge voraussetzt, vor allen Dingen, wenn man sich dann über die ganzen Dächer rumblinkt. Und nicht nur über die Dächer, allein das über die Bar blinken ist da auch schon eine Kunst. Weil du kannst dich auch beim Wirt festfahren zum Beispiel, musst über den auch rüber und sowas. Das ist geil. Ja, das sind halt so viele präzise Sprünge bzw. Blinks, die du halt machen musst und das macht den Run halt so interessant. Ja. Auf jeden Fall, also von der Sache her am interessantesten wird da vor allem nachher dann obwohl, was heißt nachher? Kommen wir jetzt hin. Doof. Cardwain's Bridge.
Cardwinds Bridge. Oh, da kommen wir jetzt hin. Die hat mir Kopfschmerzen bereitet, die blöde Cardwind. Bridge, vor allen Dingen im Stealth. Ja. Ja, im Stealth ist sie sehr schwer. Wenn man die im Stealth-Modus durchkriegen will, klar. Ich hab Dishonored erst im Rambo-Modus gespielt und dann als Stealth. Ich weiß auch noch nicht, was ich als erstes denn mal durchspielen werde, wenn ich das jetzt wirklich mal machen werde. Rambo, mach erst Rambo, ist einfacher. Es ist einfacher, das ist richtig, aber trotzdem. Auf jeden Fall kommen jetzt wieder sehr viele präzise Sprünge und Blinks. Was ich vielleicht auch noch zusagen sollte, es gibt einen Blink, nennen wir ihn mal Double Jump Blink. Man kann im Doppelsprung. Au, da hat er schon gekriegt. Tesla Coil. Autsch. Man kann im Jump noch ein zweites Mal springen. Wenn man am Anfang dieses zweiten Sprungs den Blink einsetzt, springt man nach dem Blink weiter höher. Ja, das nochmal versemmelt. Kommt vor allem im Any-Person vor. Hier jetzt in No Damage, No Gadget halt auch wieder eher weniger. Ah, schon wieder Schaden gekriegt. Ja, jetzt ignoriert das. Ja, weil er ja da oben hin will und das hat er jetzt auch wieder nicht geschafft und deswegen wird neu geladet. Übrigens, Kitty, er hatte sich vorhin durch die Tür geklippt, wenn du das mit aufschreiben möchtest. Stimmt. Er hat vorhin wieder einen Slipclip durch die Tür genommen. Sind wir bei 8. Und da hat er jetzt die sichere Route genommen. Mit der Kette greifen, ne, und hochklettern. Da nimmt er die beiden Tinks raus und hier kann man theoretisch mit dem Double Jump Blink schneller sein, aber ja, nur Damage, nur Glitches. Man würde sonst nämlich Damage fressen. Nach diesem Double Jump. Das ist auch die Mission, die so einen am ehesten noch ankotzen kann. Wow. Der Sprung war gut. Okay, Magic. Ja, das. Jetzt, wo du es sagst, stimmt, die Kim ist wirklich sehr klein bei den Franzosen jetzt. Gar nicht bewusst gewesen jetzt. Ich achte auch gerade mehr auf den Run. Aber die Mission, wir müssen hier Sokolov holen. Die wir jetzt erstmal betäubt haben. Und den entführen wir jetzt. Na gut. Er versucht nicht mehr nur Damage. Er lässt es. Wird jetzt, glaube ich, auch zu viel Zeit fressen. Ja, er hat es jetzt aufgegeben mit No Damage, deswegen er macht jetzt nur noch No Gadget draus. Und ach schön, die Errungenschaften kriegt er auch noch, nice. Ich wollte gerade sagen, da poppen die Errungenschaften gerade auf, was? Nice. Der Streaming-PC von denen hat die natürlich noch nicht wahrscheinlich. Was das Layout angeht, Magic, für das Hauptlayout können wir nichts. Nee, das stimmt. Das ist nicht unsere Schuld. Aber ich stimme Magic so grundlegend leider ein wenig zu, aber gut. Ja. Kann man jetzt nichts dran ändern, müssen wir mit leben. Ja, wenn ich das richtig sehe, ist da direkt eine längere Erklärung, was AFM Teleton ist mit der, also diese gute... seit wann die existieren spenden. Und sowas. Genau. Geht da alles, wenn ich das richtig sehe. Die wechselt dann immer wieder ein bisschen. Nö, ist ja klar, Magic, deswegen. Ja, das geben wir dann auch gerne weter. Also kommt ja eh so oder so wieder ein Feedback. Oh. Werden wir auch an die dann zurückgeben. Das sollte denn auf jeden Fall drin sein. Da haben wir wieder Emily. Ey, und jetzt kommt so der Part, der so, ja, das größte RNG hat gleich. Boyle Estate. Emily, die freche Göre, die zu einer der besten Regentinnen des ganzen, ja, Königshofs wird. War. Genau. Ganzen Dynastie. Ja. So. Okay, da macht er jetzt. Ne, da kannst du gleich nochmal All of Bones zählen, ja. Aber nee, er macht's doch nicht. Er hat doch die Tür einfach geöffnet. Sind wir wieder bei 8. Er wollte, aber hat es nicht geschafft. Schade. Ja, sind wir bei 8. Ja, aber das hätte cool ausgesehen, denke ich mal. Wäre lustig gewesen, aber schade. So, wie gesagt, jetzt kommen wir zum größten RNG-Part im Run. Im Tutorial selber zu dem Run, zum Any-Person-Run an sich, ist schon gesagt, es gibt etliche
Sachen, wie das ausgehen kann. Toril hat da nicht alle beschrieben. Es gibt aber zwei Varianten, wo man wirklich gucken muss, wie das RNG ist. Wird jetzt gegebenenfalls, wenn er seine normale Route von No Damage No Gadget mitnimmt, großteils wegfallen, aber eventuell muss er doch ein bisschen länger laufen. Ja, man sieht auch jetzt sehr, sehr wenig dann von der Map, denn er wird sich ja bloß die Beul holen und dann... Genau, er holt sich die erstmal vom Beul und geht dann quasi direkt wieder raus. Weil im Beul-Anwesen ist nämlich Karneval und jeder der Gäste trägt Masken und wir dürfen anfangen zu raten, welche Beul welche Maske trägt. Yay! Genau. Maske plus Kostüm und ja. Die eine trägt ein weißes Kleid, die andere ein rotes Kleid etc. und so weiter. Und das RNG kann er anhand des Bildes erkennen, auf das er da jetzt gerade guckt, wenn er jetzt immer wieder neu lädt. Das wird bei jedem Neuladen neu bestimmt, das RNG. Genau, und deswegen muss er jetzt so lange neu laden, bis er das richtige Bild entdeckt. Genau, theoretisch das, was eigentlich so oder so schon da ist, aber was dann immer von einem anderen überlagert wird. Jetzt hat er das Richtige. Und ja, da kriegt er die Nachricht, hey, es ist Esma. Läuft jetzt also zu ihr hin. Das weiße Kleid und tot ist sie. Noch nicht ganz, aber gleich. Noch nicht ganz, aber sie wird gleich runtergeworfen wieder, so wie vorhin auch die anderen. Und da ist halt die Frage, die ich mir halt da stelle. Warum nimmt er nicht das Schwert? Zählt das auch zu No Gadget? Weil ich bin der Meinung, es zählen nur Crossbow und Granaten und sowas. Aber scheinbar auch das Schwert dann, würde ich von ausgehen. Sonst erklärt sich das nicht. Ja, und wie wir jetzt gesehen haben, hat er sie out of bounds erledigt. Das hat er bei seinem Weltrekord-Run nicht gemacht, genau. Genau, da hat er die vom Balkon runtergeworfen. Beziehungsweise, nee, stimmt, da war sie auch an einer anderen Stelle. Ja, da war sie an einer anderen Stelle. Im Eingangsbereich und da hat er sie von diesem Übergang da runtergeworfen. Genau, und ist dann selber in die Tür runtergesprungen. Ohne Schaden zu kriegen, wohlgemerkt, weil er schnell genug in den Ladescreen kam. Das war interessant, auch anzusehen. Aber schade, dass das jetzt nicht war, weil das sieht auch sehr schön aus. Downtime möchte ich kurz nutzen, um einfach mal Hallo an den Chat zu sagen. Moin, grüßt euch, schön, dass ihr so viel da seid. Sehr schön. Auch dir viel Spaß, Mr. Rossi. Genau, hey Rossi. So, mein Bonny. Genau, Rossi stoppt schon. Ja, Cutscenes mit dem Boot. Das ist halt so. Die Downtime schlechthin. Was wollen wir machen? Yay! Und wieder präzises Movement, zack, zu Pendleton. Jetzt will er. Man sieht es jetzt schon, wie er die Kamera dreht. Er will zu dieser Tür. Er will dahin. Er will dahin. Lario, ich will dahin! Man sieht es ihm schon an. Das ist das Schöne. Da kann er wenigstens schon die Maus schon. Die Kamera so weit hin bewegen. Muss aber trotzdem auf den Dialog warten. Ja, als Pendleton käme ich mir ein bisschen blöd vor, weißt du? Ich rede gerade mit dir, versuche ein ernstes Gespräch mit dir zu führen und du guckst immer auf die Tür. Du guckst auf die andere Seite und denkst, warum tut der das? Und zack, blink, weißt du? Nichts zu danken, Quanos. Immer wieder gerne. So, und jetzt kommen wir letztendlich zum, letzten richtigen Level, richtigen Mission quasi. Ja, kurz, die Franzosen haben gerade irgendwas in die Webcam gehalten, irgendein Schild mit einem Hashtag drauf, keine Ahnung. Aber auch, ich hab's nicht gesehen, leider. Müssen wir nochmal drauf achten. Wer das erkannt hat, vielleicht auch mal bitte in den Chat schreiben, dankeschön. Und zwar, jetzt sind wir erstmal gerade wieder... erst kommt wir der Tower. Wir sind auf dem Weg zum Dunwall Tower, wir sind genau. Erst beim Tower, stimmt. Ich war schon einen zu weit. Und wer das schon gespielt hat, weiß, im normalen Modus würden wir jetzt da reintauchen und dann verschiedene Wege ergründen, um da hochzukommen, aber er hat da keine Lust darauf und deswegen wird er, ihr seht es ja gleich selbst. Unseren Glitch, unseren beliebten Glitch. Ja, zumal wir auch die Rattenfähigkeit gar nicht haben, sprich wir kämen ja eigentlich so schon gar nicht weiter. Stimmt. Fällt auch weg. Wir haben wirklich nur Blink und Agility. Da ist der Elevator-Glitch.
Und hochblinken und zack, wir sind auf dem Dach, wo vorher die Assassinen mit drauf waren. Oder wir selbst auch schon, wenn man jetzt genau aufpasst. Oh, denn wir sind beim Anfangsgebiet. Letztendlich, was sie hier aber jetzt noch schön bemannt haben und befestigt haben. Sodass wir da jetzt erstmal schauen dürfen, dass wir zum Lord Regenten kommen können, ohne irgendwie verletzt zu werden. Wir gehen ja nicht mal zum Lord Regenten, wir an sich nicht klauen mehr. Uns ja bloß die Beichte von ihm und er hat's versaut. Ja. Genau, wir holen uns nur die Confession, die Beichte und packen die in das Broadcasting, also in das in die Sendestation quasi. Und dadurch wird dann der Lord Regent diskreditiert. Der Sprung sah gut aus. Ja. Und da wieder zack, out of bounds. Yep. Wieder mit dem Slipclip ab runter zur Tür. Und da sind wir draußen mit der nächsten Errungenschaft. Ich finde das gut, dass die Errungenschaften dadurch jetzt auf dem Account freispielen. Das ist so, Leute, ernsthaft. Ja, das ist aber lustig. Gut. Und was wir jetzt auch wieder machen, wir springen gleich wieder auf den Kopf von Samuel. Obwohl, nee, jetzt springt er sogar ins Wasser springen, dann stimmt. Springen wir hoch. Aber in Anypresent würde man tatsächlich auch versuchen, auf den Kopf zu springen. Genau, da hast du recht. Das ist der Gag. Also, man kann viel sparen. Das Problem kann nur sein, dass man dann auch den jeweiligen NPC tötet, weil das gibt denen Schaden. Wenn man dann zu tief fällt, dann kann das mal passieren. Das ist gerade bei Anypresent gefährlich an einer Stelle. Da macht man dann direkt Sachen mit der Crossbow, einen Crossbow-Schuss und ein Crouchen in der Luft. Das zu umgehen, den Schaden. Ja, und wie man ja denken könnte, ich meine, wir sind ja auch fast am Ende der Zeit, wir haben es geschafft, wir feiern jetzt noch und dann wird die gute Emily eingesetzt, ja. Könnte man denken. Als Anführerin von, jetzt habe ich den Namen der Stadt vergessen, wie hieß sie nochmal? Komm nicht drauf. Verdammt. Mach doch sowas nicht, das vergessen wir doch alle in dem Moment, wenn du fragst. Perfekt, gut. Was, Dunwall? Ich glaube, ja. Meine schon. Oh Gott. Dunwall Tower, ja klar, Dunwall. Ja, Dunwall, ja. Stimmt. Ist ja richtig. Da ist meine Eselsbrücke. Puh. Ja. So, jetzt gehen wir wieder zu uns in die Zimmer und oh, uns ist so schwummrig und oh. Und bonk. Und jetzt kommt die längste Downtime. Ja, die längste Cutscene, das ist so die, das hat er auch im Tutorial schon beschrieben, der, was auch auf speedrun.com verlinkt ist. Da geht man dann mal auf Klo oder macht sich ein Sandwich, je nachdem wie man Lust hat. Man kann es eh nicht umgehen, also. Sandwich, Ja, deswegen sag ich das gerade. Ich will Hunger machen, danke. Nom 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 nom. Nee, also da letztendlich können wir da jetzt auch nur drauf warten. Dauert, ja, ich weiß gar nicht, 5 Minuten oder so, ist die Katzen insgesamt lang. Länger. Oder kürzer. Ah, ich glaube, ich weiß, was sie vorhin hochgehalten haben. Weil ich sehe es gerade unten in der Mitte. Okay. Wurde Reaktion sur le Hashtag, das Hashtag BLR 2017 wahrscheinlich hochgehalten und wenn ihr Reaktionen habt, bitte darunter auf Twitter posten, so ungefähr. Denke ich mal. Das wird's gewesen sein. Das könnt ihr, lieben Leute, bei uns im Chat natürlich auch. Dann aber auf Englisch, dass die armen Franzosen uns auch verstehen, denn ich glaube nicht, dass sie Deutsch können. Es gibt wenige, die können Deutsch, aber die meisten eher weniger, ja. Oder wenn ihr könnt, natürlich auch auf Französisch. Wenn ihr könnt, auch auf Französisch, klar. Das will man ja keinem wegnehmen, wenn er das kann. Auf jeden Fall. Ja, ich kann zum Beispiel gar kein Französisch, da bin ich total Noob. Ich habe vorhin schon gesagt, so intern kurz, 9 Jahre bin ich raus, ich habe keine Ahnung, wie Französisch mir geht. Ich kenne ein paar Wörter und das war's. Also, das, was Beni uns ja beigebracht hat, das ist halt Bülleren heißt, tatsächlich. Bülleren, ja. Dann bei mir Les Ordinateurs ist der Computer und Je ne sais pas ist, ich habe keine Ahnung. Das wohl Wichtigste, was man wissen sollte, je ne sais pas. Geil! Oh nein. Und jetzt werden uns die Waffen auch noch weggenommen und eiskalt
weggeworfen. Einfach weg damit, genau, von Doubt. Die brauchst du ja eh nicht mehr. Ja, vor allen Dingen, was mir gerade aufgefallen ist, wenn man überlegt, wie lang der Griff ist und wie lange die Klinge ist. Wie passt die verdammte Klinge eigentlich überhaupt in den Griff rein? Wird mehrmals zusammengefaltet oder so. Naja, Quandos, sie können mehr Leute können Englisch als Deutsch bei den Franzosen. Ja. In der Regel schon, ja. Zumindest die Speechrunner können aber auch eher Englisch, sie sprechen es nur nicht unbedingt gerne. Ja. Traurigerweise. Ja, hallo Ratte. Hallo. Genau, hallo Ratte. Und hier machen wir auch gleich direkt einen kleinen Trick, und zwar Brickless. Wir müssen eigentlich mit den Steinen, die da unten liegen, oben das Holz wegschlagen, aber da darfst du auch gleich deinen Counter wieder erhöhen, Kitty, weil er wird jetzt, wenn es richtig läuft, flipklippen und fertig. Ja, da war's. Ja, hat geklappt. Da darf man nicht mal blinken, sonst sieht man es nicht. Das ist so böse. Was ich so interessant finde, ist, Daud nimmt ihm seine Waffen weg, aber die Maske lässt er ihm. Denn die Maske zieht er ja wieder ein. Stimmt. Warum hat er die Maske noch? Interessante, ja. Interessante Sache eigentlich. Interessantes Loophole. Jetzt verhaut er den Jump. Ja, aber das ist auch ziemlich knapp. Ja, der ist auch ziemlich schwer. Da muss er wirklich ganz genau springen und deswegen ist... Kann einen Double Jump machen und muss dann ganz knapp raufkommen. Das ist sehr präzise auch wieder. Laufen nicht weit genug. Ärgerlich. Ah, das kostet Zeit. Aber deswegen hat er ja auch auf 45 gesetzt, obwohl er jetzt schon knapp. Er wird drüber kommen. Er wird drüber kommen, auf jeden Fall. Definitiv. Ja. Aber er muss ja auch sein True Any Percent Run nicht machen, weil ich denke, 80 Euro in der Minute wird er nicht mehr hinkriegen. In der Zeit werden sie das nicht mehr hinkriegen, nee. Außer da ist noch einer, der direkt 80 Euro dafür spendet. Gehe ich mal nicht von aus. Dafür ist noch zu früh. Ja. Er nimmt jetzt die Safe Route. Und in dem Moment können wir... Genau, er nimmt jetzt die Safe Route. Den Moment können wir auch gleich sagen, wenn ihr spenden wollt, einmal Ausrufezeichen spenden, dann... Bitte auch eine kleine Anleitung, damit ihr das... Ja, du machst schon. Ist schon schneller, verdammt. Funktioniert aber... Doch, funktioniert, okay. Doch, hat ein bisschen gedauert. Ja, doch. Vorhin hat Nightbot irgendwie einen kleinen Hiccup gehabt. Franzosen freuen... Die Franzosen freuen sich über jeden Euro, den ihr spendet. Genau. No, das geht endlich bei denen ja auch. Und da haben wir den nächsten Out of Bounds. Auch wieder mit einem Slipclip in dem Falle. Und dieses Mal hat er ihn First Try und ist jetzt rausgefallen. Kurz vorm Ende raus. Autsch. Er muss nämlich in diese kleine Röhre, da muss er rein und ist dann auf der anderen Seite der Ladetür quasi. Das ist auch sehr präzise, wie er da reinklippen muss. Er darf nicht zu hoch sein, sonst kann er nicht direkt weiterblinken und er darf nicht zu niedrig sein, sonst würde er direkt runterfallen. Ah, jetzt so. Aber er hat es geschafft. Ja, jetzt hat er die Röhre. Jetzt passt das. Und da würden wir normalerweise auf der anderen Seite rankommen, wenn wir... Und noch ein Achievement. Wenn wir normal gespielt hätten. Genau. Genau, und Stati, der WR ist für den normalen Dishonored Speedrun. Das ist wir genau für haben, also diese Kategorie habe ich persönlich nicht auf speedrun.com finden können. Nee, es gibt nur auf dem Kanal von Bewick selber das Video zu dem WR-Run, zu No Damage, No Gadget. Und sonst habt auch nochmal so nach anderen Runnern gesucht, aber ich habe keine gefunden. Nö, gibt niemanden, der das macht, außer ihm. Ja, deswegen. Oh Gott, die Stelle ist so ätzend. Da muss er jetzt auch aufpassen, dass er nicht auf die... Ihn tritt, weil sonst kriegt er Schaden. Aber das hat er gut, ist er gut drumherum gekommen, das passt. Und jetzt sind wir wieder in den Abwasserkanälen, aber in den alten Abwasserkanälen diesmal. Und wieder ein Slip-Clip. Out of bound, genau. Jo. Hier laden wir jetzt machen wir Quick Save, Quick Load, um direkt ans Ende des Streams zu kommen dann. Und können dann da hinten jetzt gleich wieder inbound. Wie wir sehen, hat er dafür eine Errungenschaft bekommen. Er hat nämlich die Errungenschaft bekommen, mit einem Blink weiter als 15 Meter sind das, glaube ich, zu kommen. Durch diesen kleinen Trick, den er da angewendet hat. Ja. Aber der Sprung. Er will gerade nicht so bei ihm. Weil eigentlich will er da oben auf die Decke quasi raufkommen von dem Raum, ja, den genau. er schaut. Und geht dann kurz darauf wieder in Bounds.
Aber das fiel gerade nicht so recht. Er wollte nicht mehr springen. Jetzt wollte er nicht springen, ja. Genau, Buster. Nerf. Na, verdammt. So knapp. Aber da merkt man auch, wie schwer das ist, das gerade auch unter Marathonbedingungen dann auch konstant hinzukriegen. Also, das ist wirklich böse. Das ist schon so ein bisschen not like this. Oh, Mann. Ja, Stati, das tiltet auch so ein bisschen dann meistens, das stimmt. Das ist... Ich denke, ja, man muss halt sehr resistent gegen Wut und Ärger und Salz sein, wenn man das alles hier machen möchte. Bei und so wie es ausschaut. Auf jeden Fall, ja. Yep. Er hat gerade versucht, noch irgendwie anderweitig zu kriegen, aber auch nicht. Nee, keine Chance. Kommt dann nicht hoch. Ich überlege gerade, ob er da eigentlich einen Double Jump Blink machen muss und ob er den jetzt einfach nur verhaut. Nee. Generell Speedrunner. Das müsste eigentlich hinhauen. Aber den Double Jump hat er ja nicht. Er hat ja bloß Agility hochgelevelt und sein weiteres Teleportieren. Er hat den Double Jump nicht, er muss es ja so machen. Nee, stimmt. In Any Person hätte er den Double Jump. Mein Fehler. Und der Sprung hat nicht geklappt. Mein Fehler, stimmt. Dann muss er ja den so machen. Ja, da wollte er nicht mal springen. Was man vielleicht anmerken sollte beim Blink auch an sich, wenn man den jetzt richtig gesetzt kriegt, dann würde man sich auch direkt hochziehen. An sich. An der Kante. Aber das er trifft die leider auch nicht so ganz. Und Mutun, das ist nicht patched. Das ist zwar nicht die richtige Version an sich, aber das müsste trotzdem funktionieren, weil es nicht die aktuellste Version ist. Da wäre es wirklich Version patched. 1.3 oder 1.2 muss es sein. Wahrscheinlich 1.3, weil es ja er nimmt es ja mit Damage, weil er das ja nicht hinkriegt ohne Damage. Ja, ohne Damage würde bei 1.2 funktionieren, aber bei 1.3 funktioniert das wohl dann nicht mehr ganz so. Aber ärgerlich. Bei 1.4 würden die gesamten Tricks nicht mehr funktionieren, Elevator nicht mehr und auch Slip-Clipping nicht mehr, deswegen. Also, sonst wäre er wär gar nicht dahin gekommen, wenn das die Patch-Version wäre. Ich glaube aber auch, er wird jetzt immer nervöser, weil er es nicht hinbekommt. Das sieht man ihm an. Es ist der Auftakt-Run. Bedenke das. Er sieht nicht sehr glücklich aus, auf jeden Fall. Und man weiß ja auch nicht, wie viel Erfahrung er jetzt vielleicht auch überhaupt so mit Marathon-Setting hat. Wahrscheinlich auch ja, ich glaube jetzt Ding auch sein. Nicht. Genau, wollte ich gerade sagen. Ich glaube auch nicht, dass er das schon so oft on Stream vor Leuten gemacht hat. Und wie man sieht, ist er jetzt echt schon sehr wütend, dass er es nicht hinkriegt. Oh ja. Oh ja. Kurz Luft holen zurück. Ja, endlich. Rummel. Endlich. Rummel dafür, Leute. Da kriegt er auch seinen Applaus, seinen wohlverdienten. Sehr schön. Ja. Oh. Und da ist er wieder reingeklippt und zack, wir sind wieder beim Pub. Na huch. Oh, das war eine Zitterpartie. Rip Estimate. Schade. Kann man bei der kleinen Cam Gesicht erlesen. Er sieht nicht glücklich aus, Wood. Grundlegend das Gesicht nicht, aber seine Körpersprache, Private. Ja, und wir haben ja den großen Stream an. Also ich sehe die Kamera etwas größer. Ja, das zum Glück auch, ja. Aber, ja, naja. Übrigens hat er den Glitch über 14 Mal probieren müssen, bevor er es geschafft hat. Du hast gerade gezählt. Ja, ich habe im Chat gelesen. Ach so. 14 und dann ab dann habe ich mitgezählt. Also über 14 Mal musste er den Armen versuchen, bis er es geschafft hat. Wow. Das scheint doch nicht schwer zu sein. Ich habe tatsächlich beim Vorbereiten auf den Run Bock drauf gekriegt, den selbst zu machen. Aber jetzt das so beim Marathon zu sehen und zu sehen, wie schwierig das denn doch wieder ist, weil im Tutorial sieht man das auch nicht, dass das so schwer ist. Er kam nicht aufs Boot. Nee, er kam nicht aufs Boot drauf. 120 Zoll habe ich nicht, Dati. Das sind nur arme 24, glaube ich. Bei mir sind es 24 auf jeden Fall. Ich habe auch 24er. Bin ich schon froh darüber, dass es 24er sind bei mir. No. Ja, schippern wir noch ein bisschen wieder übers Wasser mit Samuel, weil, ne, Downtime haben wir ja alle lieb. Genau, und jetzt kommen wir auch dann zur letzten Mission, die in zwei kleine Teile geteilt ist. Der erste Teil ist deutlich länger als der letzte. Ja. Und ab da sehen wir dann auch den guten, nicht mehr, den lieben guten, ich habe seinen Namen vergessen, glaubt ihr? Samuel.
Ja, genau. Genau. Samuel sehen wir dann nicht mehr. Und zwar, wir wollen jetzt auf dieses Lighthouse, auf den Leuchtturm. Danke. Hm. Ich kam doch noch selber drauf. King's irgendwas Tower, ich hab's auch schon wieder vergessen. Lighthouse ist es eigentlich. Kingsbarrow Isle heißt die Insel, auf genau. der wir jetzt sind. Und das Gebiet ja, selber... Ja, ich wusste es. Was? Er hat das gemacht. Er hat ihn umgebracht. Wir brauchen ihn ja nicht mehr. Ja, gut, wir brauchen ihn nicht mehr, aber ernsthaft? Yep. Jetzt wird eskaliert. Not like this, Le Maitre. Ja, das ist fies. Aber gut. Aber die Jumps kriegt er jetzt sehr gut hin, muss man zugeben. Ja, er denkt sich wahrscheinlich, scheiß drauf, ich krieg das jetzt hin. Ich bin jetzt schon 5 Minuten overestimate. Jetzt ist er so oder so ehrgeizig, so ungefähr, genau. Kingsbarrow Gators. Aber Kingsbarrow ist halt das kürzeste Level, was du insgesamt hast. Also hier oben dauert es jetzt noch, wenn du gut bist, 10 Sekunden, 15 Sekunden Maximum und dann ist vorbei. Dann sind wir dabei wirklich soweit durch. Und jetzt geht er hier nämlich rechts raus, läuft direkt hoch, blinkt sich an den Waffen vorbei und kommt bis zu Emilys Tür, öffnet die und dann ist Time. Ja. Und dadurch, dass Low Chaos ist, kriegt Emily auch ihre glückliche Zukunft. Ja. Weil wir ja niemanden umgebracht haben, ne? Ja, aus uns selbst ab und zu. Hust, hust. Mehrmals. Niemanden umgebracht. Hust, hust. Wir reden einfach nicht mehr über Samuel. Ich meine nicht Samuel. Ich meine die Leute, die er einfach runtergeworfen hat. Das Ach. Waren ja alles Unfälle. Boah, die Benninghams. Deswegen sag ich ja, das waren alles Unfälle. Das waren keine Morde, das waren Unfälle. Und da haben wir Time. Genau. Und jetzt wird der Epilog gegebenenfalls noch abgespielt. Und da sehen wir dann auch noch den Grabstein vom armen Samuel, der beim Bootsunglück ins Leben kam, der arme Kerl. Ich wusste gar nichts von den Umbrinkern. Und hallo, Ziv. Hm. Hi. Oh, das war ein netter Run. Wenn auch, etwas unglücklich. Ja, ja, das war sehr unglücklich da an einigen Stellen. Ein schöner Auftakt, würde ich sagen. Ja, der OOB-Counter ist bei 14 stehen geblieben. Boah, schade. Hätte ruhig noch ein bisschen mehr höher können. Ja, aber mehr Tricks sind's nicht. Mehr sind's nicht, leider. Oh, Das ist böse. Wahrscheinlich. Aber gut, dass du ihn weglässt. Ist in Ordnung. Ach ja, Dishonored selber lohnt Casual definitiv zu spielen, weil es eine sehr coole Story hat, auch das Zweier auf jeden Fall. Auf jeden Fall und auch Death of the Outsider lohnt sich. Ich habe wenigstens Teil 1 und 2 Death of the Outsider, müsste ich mir noch holen, aber die anderen beiden kann ich wenigstens schon mal spielen. Und da der arme, arme Samuel, der gestorben ist, war sein Grabstein zu sehen. Downtime. Muss weg. Downtime weg. Macht zu Ende. Hopp. Genau. Ist das jetzt das Gute oder das Böse? Das ist das gute Ende. Das ist tatsächlich das Gute, ja. Dadurch, dass er die nur runtergeschmissen hat, zählt das quasi als Unfall und nicht als wirklich Mord. Ja, okay. Das war.